Hallo, liebe Berlinerinnen und Berliner. Wir sind heute am Chamisso-Platz, wo vieles noch so aussieht wie vor 150 Jahren. Auch dieses Pissoir hier, im Volksmund Café Achteck genannt. Die wurden damals aufgestellt, überall in der Stadt. Es gab mal ganz viele davon, jetzt nur noch sehr wenige, die alle unter Denkmalschutz stehen. Und dieses hier steht hier auch wirklich ganz besonders gut, weil auch die Häuser drumherum aus derselben Zeit sind. Zwischen 1880 und 1890 hat man hier ein Mietskasernenviertel aus dem Boden gestampft. Ein Wahrzeichen des Kiezes ist der Wasserturm an der Fidicinstraße, 1888 in Betrieb genommen. Und dieser Wasserturm war eine richtige Industrieanlage, denn man brauchte ja Dampfmaschinen, um das Wasser nach oben zu pumpen. Und das heißt, mitten im Kiez gab es eben auch wirklich Industrie mit rauchenden Schornsteinen. Schon vor 100 Jahren klagten viele Bewohner darüber, die Wohnungen hier im Kiez seien überhaupt nicht bewohnbar. Es war ein richtiges Mietskasernenviertel, sehr dicht bebaut, mit sehr wenig Licht, mit sehr wenig Luft hinten in den Höfen. Häuser in sehr schlechtem Zustand. 1973 hat dann die GEWOBAG den Auftrag bekommen, vom Berliner Senat hier zu sanieren. Sie hat ungefähr 80 Häuser gekauft, hat in 20 Jahren etwa 1600 Wohnungen modernisiert. Und das allererste Haus, das modernisiert wurde, das ist dieses hier, dieses Eckhaus, Nostitzstraße, Ecke Arndtstraße. Wir haben zum Glück im GEWOBAG-Archiv noch Bilder, die zeigen, wie dieses Haus mal aussah. Und im Grunde genommen sah damals der ganze Kiez so aus. Bald nach der Sanierung des ersten Hauses kam es hier zu Hausbesetzungen am Chamisso-Platz. 1981 auf dem Höhepunkt waren etwa ein Dutzend Häuser am Chamisso-Platz besetzt. Und das allererste Haus, das der GEWOBAG gehörte, war dieses hier, Chamisso-Platz 3. Worum ging es? Es ging um den Abriss eines Seitenflügels. Die Idee dahinter war, dass man mehr Licht, mehr Luft, mehr Sonne in die Wohnungen reinbekommen wollte. Also auch in den engen Blöcken abgerissen hat. Wohnungen standen dann leer, warteten auf den Abriss, wurden besetzt. Diese ganzen Auseinandersetzungen um den Abriss oder Erhalt von billigem Wohnraum haben dann dazu geführt, dass tatsächlich umgeplant wurde. Und hier am Chamisso-Platz ist es eine der Gegenden, in denen auch die GEWOBAG gelernt hat, wie behutsame Stadterneuerung funktioniert. Ja, nach den Auseinandersetzungen in den 80er Jahren durften Abrisse auf den Höfen nur noch in Ausnahmefällen durchgeführt werden. Und deswegen sind hier auf dem Hof auch zwei Häuschen stehen geblieben, zwei Remisen, Hexenhäuschen genannt von den Anwohnern. Früher waren hier mal Pferde untergebracht, Kutschen. Die Kutscher haben offenbar oben gewohnt. Und da können wir gleich mal einen Blick reinwerfen. Ist ja wirklich zauberhaft hier. Ja, das freut mich. Herzlich willkommen. Hallo, Frau Enke. Ja, ja, das ist ja ein zauberhafter Ort hier. Was passiert denn hier? Ja, also ganz gemäß dem Hexenhäuschen geschehen hier Verwandlungen. Also Sie können hierher kommen und sich verwandeln lassen zum Thema Stil, was Ihnen steht, was Sie gerne hätten für die Zukunft. Thema Kleidung. Die zweite Verwandlung ist Thema Talent und Kunst. Ich gebe auch Zeichenkurse außer meinen Stilberatungen. Und sie entdecken und verwandeln ihr eigenes Talent zum Thema Farben und Stifte, Zeichnungen, Collagen. Wunderbar, vielen Dank. Toll, dass wir hier sein durften. Ja, ich hoffe, unser kleiner Ausflug an den Chamisso-Platz hat Ihnen gefallen. Vielleicht kennen Sie auch verwunschene Orte in Berlin, dann schreiben Sie uns. Bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Bienert.